Hallo liebe Schnorchelfreunde und willkommen auf Mit Neugier unterwegs, dem Naturkanal, der ganz gerne mal ein bisschen abtauchen geht. Und heute stelle ich dir auch die dazu passende Maske vor. Das ist nämlich eine Apnoe-Maske, mit der kann man wirklich hervorragend und sehr tief abtauchen. Und damit geht es heute um die Cressy Calibro. Viel Spaß! Wer nicht nur gerne schnorcheln geht, sondern auch ganz gerne mal ein bisschen tiefer abtaucht, der braucht schon eine passende Maske dafür. Denn umso kleiner das ganze Volumen ist, umso besser kann man damit abtauchen. Denn es ist ja klar, hinter der Maske verbirgt sich einfach wenig Luft und somit hindert auch diese Luft nicht, wenn man runterkommen möchte. Ja, und da ist wirklich so eine Maske wie die Cressy Calibro hervorragend. Denn das ist eine sogenannte Apnoe-Maske. Ja, mit der kann man wirklich auch sehr tief tauchen. Also ich war mit dieser Maske auf jeden Fall schon jenseits der 10 Meter Wassertiefe und damit ist es auch wirklich gar nicht mehr so schwer, jedenfalls wenn man es einigermaßen kann. Aber mal ganz von vorn. Das ist eine Maske, die hat ein sehr kleines Innenvolumen. Das heißt, der Maskenkörper ist zwar perfekt auf das Gesicht angepasst, aber das Innere der Maske, das ist gerade so groß genug, als dass man damit klarkommt. Das heißt, die Gläser sind sehr klein und vor allen Dingen sind die Gläser auch sehr nah am Auge dran. Gerade so weit weg, dass die Wimpern das Glas nicht berühren und somit die Wimpern auch nicht stören und auch keine Flecken auf dem Glas machen. Deswegen ist das schon ganz wichtig, aber trotzdem sind die Gläser relativ nah an den Augen dran, im Gegensatz zu vielen anderen Masken. Dadurch spart man auch sehr viel Volumen ein. In dieser Maske ist wirklich nicht viel Platz und das meine ich jetzt gar nicht als Nachteil, sondern als ganz großen Vorteil, denn man braucht diesen ganzen Platz ja gar nicht. Keiner braucht viel Luft in der Maske, sondern wenig Volumen bedeutet ja auch wenig Wasserverdrängung und dafür ist so eine Apnoe-Maske wirklich hervorragend. Es ist eine klassische Zweiglasmaske, das heißt, man hat zwei Gläser. Diese haben generell ein relativ kleines Volumen, das heißt, das Sichtfeld ist auch nicht gerade so groß, aber macht ja nichts. Man muss ganz einfach den Kopf ein bisschen mehr bewegen und sieht trotzdem hervorragend. Also ich konnte bei diesen kleinen Gläsern bis jetzt noch keinen Nachteil verspüren, denn wie gesagt, man bewegt einfach den Kopf ein bisschen und schon hat man das Sichtfeld oder beziehungsweise die kleinen Gläser wieder ausgeglichen. Die Gläser bestehen aus Tempered Glass, das heißt Temperglas, also ein speziell verbautes Sicherheitsglas, was auch nicht schnell bricht und sehr robust ist und das ist natürlich fürs Abtauchen wirklich hervorragend und auch wenn man natürlich die Maske, ja ich sag mal, nicht gerade immer so sorgfältig behandelt, wenn man sie gerne mit auf Reisen nimmt, das ist natürlich gut, wenn sie nicht so sensibel ist, sondern auch wirklich robust ist und das ist die Maske auf jeden Fall. Ich hatte sie persönlich schon mit in Ägypten, in Malaysia hatte ich sie schon mit dabei, ja und natürlich in einigen Teilen von Deutschland, also bis jetzt hat die Maske da auf jeden Fall alles überstanden und auch keinen Kratzer abgekriegt. Wir haben auch hier wieder schwarzes Silikon. Die Maske gibt es aber auch in grün oder blau oder auch anderen Farben. Und gut finde ich hierbei auch, dass die Maske wirklich farblich ist und nicht durchsichtig. Das finde ich persönlich besser, als wenn man so durchsichtiges Silikon hat, weil Licht von der Seite einfallen kann. Deswegen finde ich wirklich das hier sehr, sehr gut. Somit kommt kein störender Lichtfall rein. Man sieht wirklich nur das, was das Glas an Licht durchlässt. Und somit kann man sich auch auf das, was die Augen sehen, hervorragend konzentrieren. Aber das ist Geschmackssache. Andere mögen lieber durchsichtiges Silikon. Ich aber, wie gesagt, bevorzuge dunkles Silikon bzw. farbliches. Ja, und wo wir bei Silikon sind, die Maske hat natürlich schönes weiches Silikon. Das ist sehr, sehr anschmiegsam ans Gesicht. Sie trägt sich wirklich sehr, sehr bequem. Ein Drücken verspürt man auch bei längeren Schnorcheln nicht, obwohl das Maskenvolumen ja relativ klein ist. Trotzdem habe ich auch bei längeren Schnorcheln und auch Abtauchgängen ja kein störendes Gefühl empfunden. Bis jetzt war sie immer sehr, sehr bequem auf meinem Gesicht und sie hat auch keine Druckstellen oder Scheuerspuren hinterlassen. Ja, bei dem Maskenband ist es so, dass es hinten am Kopf, also die Kopfrückseite, da ist eine vergrößerte Fläche, die ist eigentlich fast von der Fläche her so groß wie die Maske selbst und das finde ich sehr, sehr gut, das finde ich sehr bequem. Ich mag das wirklich lieber, als wenn man so ein schmales Maskenband am Hinterkopf hat. Das ja, ist natürlich meine Geschmackssache. Du siehst das vielleicht ein bisschen anders, aber ja, ich kann auf jeden Fall bei dieser Maske das nur als sehr, sehr positiv hervorheben. Die Einstellmöglichkeiten beim Maskenband, also ob man sie enger oder weiter stellen möchte, die finde ich
auch wirklich sehr gut, denn die kann man im Gegensatz zu vielen anderen Masken, die ich besitze, auch ja mit einer Hand bedienen. Da kann man auch wirklich mit einem Finger drücken, mit dem Daumen und Mittelfinger ziehen, ja, so dass man das Maskenband weiterstellen kann. Und gerade unter Wasser, wenn man doch mal ein bisschen ja was enger stellen möchte, finde ich das wirklich sehr hervorragend. Die Firma Cressy hat sich bei dieser Maske das sogenannte Fog-Stop-System einfallen lassen. Ja, das wirklich dafür sorgt, dass die Maske bzw. die Maskengläser auch wirklich nicht beschlagen. Und dieses Fog-Stop-Prinzip ist eigentlich ganz einfach, aber genial. Während nämlich bei anderen Masken ja die Nase und die Augenhöhlen quasi zusammen in einem Raum sich befinden, ist hier alles abgeschlossen. Das heißt, die Nase ist nochmal extra ummantelt und somit kann die Nase auch nicht dafür sorgen, dass die Gläser beschlagen. Ja, denn auch wenn man durch den Mund ein- und ausatmet, ja, dann ist es trotzdem so, dass durch die Nase auch ein bisschen Luft mit rauskommt, beziehungsweise Feuchtigkeit mit rauskommt. Das gelangt in die Maske. Ja, und wenn die Maske einfach noch nicht auf Körpertemperatur gebracht ist, dann beschlägt ganz einfach das Glas. Das kann nicht passieren, weil die Nase hier einfach abgeschirmt ist. Was ich bei dieser Maske wirklich auch noch sehr toll finde, ist, dass sie sehr klein ist. Das heißt, die kann man auch wirklich richtig schön ja, so ein bisschen zusammenknüllen und einfach in den Rucksack oder zum Beispiel, was ich auch ganz gerne mache, einfach in die Seitentasche der Hose reinstecken. Ja, dann passt sie auf jeden Fall rein und dann kann man die auch einfach mit zum Schnorcheln nehmen, auch wenn man mal keinen Rucksack dabei hat, sondern nur ja, die Sachen, die man am Leib trägt und ein Handtuch. Und dann kann man die Maske trotzdem mit zum Schnorcheln nehmen, weil die wirklich sehr, sehr klein ist und eigentlich gar nicht so richtig auffällt. Das heißt, auch fürs Reisen ist sie wirklich sehr gut, denn ja, wenn man im Rucksack natürlich nicht viel Platz hat, überlegt man sich schon immer ganz genau, was nimmt man jetzt mit, und da bietet sich natürlich so eine kleine Maske hervorragend an. Ja, denn man kann natürlich nicht nur abtauchen mit der Maske, sondern an der Oberfläche funktioniert sie auch hervorragend. Da ist es natürlich auch überhaupt kein Problem, dass sie so ein kleines Maskenvolumen hat, beziehungsweise so eine kleine Augen hat. Wie ich schon vorhin gesagt habe, man kann ja den Kopf je nachdem danach bewegen. Daran gewöhnt man sich eigentlich relativ schnell. Von mir eine absolute Empfehlung. Ich habe die Maske jetzt, glaube ich, 2 Jahre im Einsatz, intensiv genutzt auf Reisen und in Deutschland. Und ich werde sie auf jeden Fall weiterhin benutzen. Also bis sie mal auseinanderfällt, bleibt die definitiv in meinem Besitz. Tauchst du denn auch ganz gerne mal ein bisschen tiefer ab und hast du vielleicht sogar auch so eine Apnoe-Maske? Schreib mir das ganz gerne mal in die Kommentare. Ja, oder vielleicht nutzt du auch eine ganz andere Maske und kannst mir diese empfehlen. Ja, dann kann ich die vielleicht auch mal testen und ausprobieren. Ich lerne ja immer wieder gerne Neues dazu und probiere neue Masken aus. Und deswegen schreib mir ganz gerne mal deine Empfehlung in die Kommentare. Und ansonsten weißt du, was zu tun ist. Abonniere den Kanal. Schau dir noch ein paar andere Videos auf diesem Kanal an. Da ist für viele Schnorchelfreunde einiges dabei. Ja, und ansonsten glaube ich, werde ich jetzt eine Runde schnorcheln fahren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut!